Weißt du, was ich überhaupt nicht verstehen kann? Ich kann es nicht verstehen, dass Menschen Geld sparen, nur um Geld zu haben. Das kapiere ich nicht. Das liegt überhaupt gar nicht in meiner Genetik. Zu dieser Kuriosität meines Lebens, ein liebes Hallo. Weißt du, jetzt nicht, dass ich Geld doof finde. Ich finde Geld toll. Tatsächlich aber finde ich die Sachen toll, die man mit dem Geld machen kann. Mit keinstem, kleinstem Gen oder Faser meines ganzen Körpers ist es mir wichtig, Geld des Geldes wegen zu haben. Ich möchte, also immer, wenn ich Geld habe, wenn ich was verdient habe, also ne, wenn Geld da ist, oder warum ich Geld möchte, ist, um das neu zu investieren, um ganz viele total coole Sachen zu machen, Erlebnisse zu haben oder Zeit mit Freunden zu verbringen. Das heißt, ist das nicht spektakulär? Und tatsächlich ist das so, dass ich das sogar ganz doof finde, wenn Menschen Geld haben möchten, nur für sich selber, um das auf dem Konto zu haben. Denn weißt du, wenn du einmal das Geld bekommst, also um der Einfachheit halber, sagen wir mal 1.000 Euro. Ich bekomme jetzt für ein Catering 1.000 Euro. Dann habe ich diese 1.000 Euro, bezahle davon Steuern, Miete und alles, was so halt wichtig ist und habe dann noch, keine Ahnung, sagen wir mal 100 Euro über. Sagen wir einfach nur, auch der Einfachheit halber, es bleiben dann am Ende des Tages von diesen 1.000 Euro, wenn ich alle Verpflichtungen abgezahlt habe, bezahlt habe, 100 Euro über. Ja, dann nehme ich doch gerne die 100 Euro und vielleicht noch die 100 Euro von vielen anderen Buffets, wie auch immer, habe dann 1.000 Euro und gebe die wieder aus, damit jemand anderes dasselbe dann doch nochmal damit machen kann. Das sind ja immer die gleichen 1.000 Euro, die dann im Fluss bleiben, ja, die ich dann habe, die ich dir gebe, womit du dann sagen kannst, cool, ich bezahle jetzt alles, was wichtig ist zum Bezahlen und dann von dem Geld, was ich überhabe, nehme ich noch ein paar andere Sachen, wo ich auch Geld verdient habe und kaufe mir ein schönes Bild. Und dann sagt die Galeristin, oh cool, jetzt habe ich 10 Bilder verkauft, überall habe ich 100 Euro über gehabt, dann gehe ich jetzt und kaufe mir davon ein Wasserbett. Und dann sagt der Wasserbett, Mensch, weißt du, wie ich das meine? Und das ist doch der Geldfluss. Darum verstehe ich das immer nie, dass Menschen, und ich finde das echt unfair, dass Menschen, die das Geld verdienen von Menschen, wir haben das ja alle verdient, nicht wieder in die Gesellschaft zurückgeben. Weißt du, denn das ist doch der Kreislauf des Geldes. Denn wenn das alle machen würden, kommt das gleiche Geld ja wieder zu dir zurück. Irgendwer gibt es ja dann wieder bei dir aus. Oder bei deinem Chef aus, der bezahlt dir dann deinen Lohn und von deinem Lohn investierst du dann zum Beispiel in eine schöne Palme oder in einen schönen Urlaub. Aber ja nicht, weißt du, nicht dieses Geld liegen lassen, keiner kann mehr damit arbeiten, außer die Banken. Also, ich verstehe das nicht. Ich bin immer sehr dafür, Geld als das zu nutzen, was es ist, als fließendes Mittel und um dir davon zum Beispiel Erlebnisse zu kaufen, um dir davon Zeit mit deinen Freunden zu ermöglichen. Und bitte denk jetzt nicht, weil ich Party-Service habe, Caterings verkaufe, dass ich das deshalb nur sage. Das ist meine innerste Einstellung. Aber wenn du eine Party feierst und deine Freunde einlädst und eine geile Live-Musik hast und einen geilen Abend hast, dann sind das doch Erinnerungen für dein Leben. Mal ganz ehrlich, da sagst du doch nicht in 3 Jahren, boah, das war so teuer. In 3 Jahren sagst du, boah, was war das geil, oder? Und ist es nicht soziale Nachhaltigkeit, wenn das nicht nur einer sagen kann, boah, was war das geil, weil der Nächste das Geld dann lagert und kein anderer mehr was von diesem Geld hat, sondern dass das Geld wieder in die Gesellschaft kommt, seine Kreise ziehen kann und dem jeweiligen, wo es gerade ankommt, was Gutes tut, weitergeht. Das ist doch der Kreislauf nicht nur des Geldes, sondern des Lebens. Und dann denke bitte jetzt nicht, wenn ich alles Geld ausgebe, dann ist nichts mehr da. Es kommt neu. Es kommt neu und immer wieder zu dir, wenn es denn auch jeder macht. Wenn das Geld wirklich dafür
benutzt wird, wofür es tatsächlich da ist, nämlich dir eine schöne Zeit zu machen und nicht deine Ängste zu nehmen, weil du die Gelder auf deinem Konto stapelst. Das ist ja das totale Angstthema. Weißt du, ist es da nicht viel besser, jeder würde das Geld, was er hat, ausgeben, immer weiter und immer weiter seine Kreise ziehen lassen und am Ende des Tages kommt es das gleiche Geld, dasselbe Geld, wieder zu dir zurück und es kann wieder den Kreislauf nehmen und wieder den Kreislauf nehmen. Und ich meine, dass da verdammt viel hängen bleibt beim Staat, da braucht man natürlich nicht drüber sprechen. So ist jedoch der Sozialstaat aufgebaut und so werden unsere Autobahnen bezahlt und bei uns in Krefeld gibt es ja echt viele Schlaglöcher noch, die müssten wirklich mal gemacht werden. Also das sollte von dem Geld, was so übrig bleibt und jedes Mal abgegeben werden muss, von dem verdienten Geld auch mal gemacht werden. Nun gut, also das sollte zumindest dann ja auch mit drin sein, dass wir Annehmlichkeiten haben von dem Geld, was wir immer wieder und immer wieder in die Gesellschaft schießen, ja, wenn wir es ausgeben, dass diese Steuer, die dadurch einbehalten wird, dass eben genau das ja auch für unsere Annehmlichkeiten im Leben verwandt wird. So. Das war mein kleiner Ausflug, meine Gedanken zum Thema Finanzen und Geld. Und wenn jetzt ein Steuerberater zuhört oder ein Großanleger oder jemand, der die dritte Million anfing zu sparen, weiß ich natürlich genau, dass derjenige, diejenige denkt, okay, die hat einen totalen Vollschaden. Das sind natürlich die Ideen und Ideale von anderen Menschen. Ich kann ja immer nur sagen, weißt du, wie ich es für mich empfinde, was ich richtig und falsch finde und wie für mich das System bestenfalls laufen würde. Und darum möchte ich heute als Abschlusssatz sagen, Geld macht nicht glücklich, wenn es auf dem Konto verstaubt. Das gibt dir eine Sicherheit, die imaginär ist. Du meinst, du hast eine Sicherheit. Das stimmt nicht. Geld macht glücklich mit den Dingen, die du davon erleben kannst, wie du dein Leben damit verschönern kannst. Sei es wirklich, dass du investierst und wie wir zum Beispiel das komplette KfW-Darlehen dafür aufbrauchst, dass die Schmeckerei toll ist und schön ist und du denkst, boah, wow, jedes Mal, wenn du reinkommst. Sei es die Party, die Gesellschaft, deine Liebsten, die du einlädst, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen. Oder sei es dein Alleinurlaub in New York, weil du genau das jetzt gerade machen möchtest. Und dafür ist Geld da. Hab einen wunderschönen Tag. Ich sende die besten Grüße und freue mich schon auf die nächste Woche. Warte mal kurz, ich bin das nochmal. Ich habe was vergessen. Übertreibungen veranschaulichen. Also ich meine nicht nur, wenn du schon 3 Millionen hast, dann brauchst du nicht noch mehr. Ich meine das auch tatsächlich schon im kleinsten Sinne. Also du musst nicht erst 3 Millionen ansparen, um dann zu sagen, hier, jetzt gebe ich alles andere aus. Nee, ich meine wirklich schon, du solltest auch schon anfangen zu leben bei kleineren Summen. So, jetzt aber. Bis dahin mal.